Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Worüber haben wir gestern gesprochen? Über Schweigen, wie wichtig das Schweigen im Gottesdienst ist. Und jetzt kommt eine Passage, die überhaupt gar nicht passt. Ich frage mich immer, wieso kommt jetzt ausgerechnet dieses Thema jetzt hier rein? Und ich denke mir, man könnte es vielleicht so sagen, ach, wo wir schon mal bei dem Thema Schweigen sind, Doppelpunkt, wie in allen Gemeinden der Heiligen mögen die Frauen in der Gemeindeversammlung schweigen. Es wird ihnen ja nicht gestattet zu reden. Vielmehr müssen sie sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie sich aber über etwas informieren wollen, mögen sie daheim ihre Männer fragen. Denn es gehört sich nicht für eine Frau, in öffentlicher Versammlung das Wort zu ergreifen. Ist etwa von euch das Wort Gottes ausgegangen oder ist es bei euch allein angekommen? Schwierig. Schwierig. Ja, das ist eine für viele Menschen natürlich eine komische Stelle. Ich habe mir überlegt, aber es war nur ein Kurzversuch, ob ich Ihnen das einfach ersparen soll. Ich sage jetzt einfach nur mal so ein paar Probleme. Also ich lese 1 Korinther 11,5, können Sie nachschlagen. Da steht, Paulus, eine Frau soll ihr Haupt verhüllen, wenn sie betet oder prophetisch redet. Na also, reden also Frauen prophetisch in Gottesdiensten? Und über nichts anderes haben wir doch die ganze Zeit gesprochen, dass das prophetische Reden so wichtig ist, weil es eben die Bedeutung der Zungenrede deutlich macht. Und dass hier Frauen auch prophetisch reden, ist ja selbstverständlich vorausgesetzt. Was bedeutet also, dass plötzlich hier da drin steht, die Frauen sollen schweigen? Nachdem ja die ganze Zeit darüber gesprochen wurde, dass man prophetisch reden soll und warum das wichtig ist. Das hat einige dazu geführt zu sagen, das ist später eingeschoben worden, zum späteren Zeitpunkt. Es passt ja auch irgendwie tatsächlich nicht. So als wirklich ein Einschub. Da schlägt Paulus plötzlich einen ganz anderen Ton und vor allem etwas ein ganz anderes Thema. Bisher war ja immer nur der Gegensatz zwischen Zungenreden und prophetisch reden und jetzt Frauenreden und Männerreden. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Hat also gar nichts damit zu tun. Komisch. Warum? Tja. Und dann der andere Ton ist, plötzlich kommt hier so ein Befehlston auf. Wenn man bedenkt, wie er bisher geredet hat, dann ist es ja eher was Werbendes. Und jetzt plötzlich, Frauen schweigen in der Kirche, Punkt, steht im Gesetz, Punkt. Das ist irgendwie alles ganz komisch. Deswegen sagen viele, ist vermutlich ein späterer Einschub. Ja, man kann es auch vielleicht anders auflösen. Da steht ja diese komische Stelle, dass die Frauen sich informieren sollen über das, was in der Gemeindeversammlung geschehen ist, zu Hause. Setzt also voraus, dass die Männer alle zu einer Versammlung gehen und unter Männern sind. Da ist vielleicht nur noch die Hausfrau dabei, nehmen wir mal also an, Aquila und Prisca, die beiden, also das Ehepaar, das Paulus einlädt, da ist die Hauskirche drin und da kommt es jetzt eine Versammlung, da sind nur Männer drin und die Frauen sollen erst gar nicht mitkommen, weil sie sich zu Hause informieren sollen, was geschieht. Also sind Frauen gar nicht da. Vielleicht bist du nur auf die gastgebenden Frauen und dann sollen die gastgebenden Frauen sich an der Stelle nicht einmischen. Dann geht es aber vielleicht gar nicht mehr um einen Gottesdienst, denn da ist ja ganz offensichtlich, dass Frauen sprechen können, sondern geht es da um eine Gemeindeversammlung, ich sag mal im Sinne eines Pfarrgemeinderats wäre das heute, also eine beschlussfassende Versammlung. Und da sind wir dann im griechischen kulturellen Kontext, Korinth, Athen und so, da war die Ekklesia, die Versammlung und selbstverständlich hatten nur Männer Stimmrecht. Und das Argument ist ja auch ganz interessant, er sagt ja, es steht im Gesetz und es schickt sich nicht, wenn Frauen in Versammlungen sprechen, in Beschlussversammlungen sprechen. Das heißt, hier geht es um eine kulturelle Anpassung an die Kultur, wie sie eben in Griechenland üblich ist. Dass man an der Stelle sozusagen nicht in den kulturellen Bruch hineingeht. Was aber nicht bedeutet, dass in anderen Versammlungen, gottesdienstlichen Versammlungen und so weiter, Frauen selbstverständlich auch sprechen können. Dann wäre es eine spezielle Versammlung. So kann man es auch deuten. Ich habe noch eine dritte Deutung, die habe ich aus einem Leserbrief gelesen in Christen der Gegenwart von einem jüdischen Autor, Shalom Ben-Churin, den Namen kennen Sie vielleicht, einer der jüdischen Philosophen und Gelehrten, der sich sehr intensiv mit Paulus und Jesus auseinandergesetzt hat. Vor kurzem erlebte ich in einer Synagoge,
dass der Kantor sich nach dem Gottesdienst mit mahnenden Worten an die Damen auf der Empore wandte, weil sie durch ihre lauten und lebhaften Gespräche die Feier gestört hätten. Das war mir eine deutliche Bestätigung dafür, dass Shalom ben Churin mit seiner Auslegung zum 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 34, recht hat. Er schreibt in seinem Paulusbuch: Die Gemeindeordnung wird im 14. Kapitel wieder aufgegriffen, wo sich in Vers 34 der berühmte Satz befindet, die Frau schweige in der Gemeinde. Man versteht diesen Satz erst richtig, wenn man die oft wenig angemessene Unruhe in den Frauenabteilungen orthodoxer Synagogen kennt. In der Vorschrift des Paulus ist nicht von einem Predigen der Frau die Rede, denn aus einer anderen Stelle desselben Briefes, L5, das habe ich Ihnen gerade vorgelesen, geht klar hervor, dass Paulus gegen die im Gottesdienst redenden Frauen nichts einzuwenden hat. Er denkt hier vielmehr an die Frauen, die den Gottesdienst durch Sprechen stören, offenbar auch in der an sich guten Absicht, sich über die liturgischen Vorgänge informieren zu lassen. Das sollen sie aber, meint Paulus, nach dem Gottesdienst zu Hause tun, im Gespräch mit ihren Männern erledigen. Das wären dann vielleicht sogar Frauen, die mitkommen mit ihren Männern in den Gottesdienst, sowie eben ausstehende Freunde. Was ist denn das? Was ist das? Und dann flüstert der Mann zurück und so weiter. Und dann bitte, das sollen die zu Hause klären, hier sollen sie schweigen. Könnte auch sein. Das wären also die Frauen derjenigen, die von außen hinzukommen. Ich weiß es nicht. Am Ende meine ich, dass wir uns, wenn wir solche Stellen lesen, immer damit befassen müssen, dass auch Paulus in kulturellen Kontexten steht, in denen er sich anpasst und dass diese kulturellen Kontexte sich eben heute verändert haben. Es gibt keine spezifische Gemeindeversammlung mehr, in der Frauen nichts zu sagen haben, außer in der katholischen Kirche einer. Und das ist der Klerus, also die geweihten Männer. Aber die sind hier sicherlich nicht gemeint, denn hier geht es um alle Männer in der Gemeinde. Also kann man auch nicht sagen, dass hier ein klerikaler Typus der Männerordnung vorgestellt ist. Was immer wir also über diesen Text zu sagen haben, wofür können wir beten? Erstens, wir beten um die Gleichstellung von Mann und Frau in der Kirche. Und wir beten darum, dass da, wo sie noch nicht gelungen ist, nicht sichtbar ist, dass sie der Kirche eines Tages geschenkt wird, nicht auch zuletzt durch den Einsatz von Männern und Frauen in der Kirche. Ich möchte beten auch für den synodalen Weg und für die Zukunft der Kirche, die dieses Thema ja auf der Platte hat, zu Recht. Ich möchte auch beten für alle Männer, die bis heute meinen, dass es ganz wichtig ist, dass bestimmte Entscheidungen nur von Männern getroffen werden. Ich erkenne jedenfalls keinen Grund dafür, warum es das geben sollte. Und ansonsten bitte ich um gegenseitigen Respekt der Geschlechter voreinander, auch in ihren Unterschiedlichkeiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.